Ich bekomme regelmäßig die Frage, welches Kontist Geschäftskonto denn für dich das Richtige ist. Und deswegen schaue ich mir in diesem Video mal alle drei Kontist-Pläne genauer an. Kontist Free ist das beste Geschäftskonto für alle Gründer, die möglichst kostengünstig starten wollen. Es ist ein vollwertiges deutsches Geschäftskonto, das heißt, es gilt auch die deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro. Du kannst das Bankkonto bedienen, entweder über die Smartphone-App oder über die Browser-Version. Du hast eine virtuelle Visa-Debit-Karte und diese Karte kannst du nutzen, zum Beispiel für Online-Einkäufe. Du kannst sie aber auch verbinden mit zum Beispiel Google oder Apple Pay und so dann mit deinem Smartphone auch vor Ort in Geschäften bezahlen. Was besonders interessant ist, ist das Kontist Rechnungstool. Du kannst nämlich auch im Freeplan über die Browser-Version Kontist nutzen, um deine Rechnungen zu schreiben. Und dieses ganze Paket kostet, wie der Name schon sagt, keinerlei Kontoführungsgebühren. Das heißt, du hast keine laufenden Kosten, wenn du Kontist Free nutzt. Das Kontist Premium Konto ist das beste Geschäftskonto für alle Selbstständigen, die jederzeit einen Überblick über ihre aktuelle finanzielle Situation behalten wollen. Es ist ein deutsches Geschäftskonto, was du natürlich über ein Smartphone bedienen kannst, über die Browserversion bedienen kannst. Es gilt die deutsche Einlagensicherung. Natürlich hast du auch eine Karte, eine physische Karte, eine Debitkarte von Visa, eine virtuelle Karte, die du auch benutzen kannst mit Google oder Apple Pay. Und wenn du mal ein bisschen mehr finanziellen Spielraum brauchst, dann kannst du auch jederzeit einen Kontokorrentkredit beantragen. Das Besondere am Kontist Geschäftskonto ist, dass dir Kontist jederzeit anzeigt, wie viel Geld auf deinem Konto eigentlich tatsächlich dir gehört und wie viel Geld du eigentlich für die Steuer zur Seite legen solltest. Und diese Ansicht aktualisiert sich mit jeder Transaktion. Damit kannst du jederzeit mit nur einem Blick auf dein Konto erfahren, wie viel Geld du gerade ausgeben darfst. Und das funktioniert, indem der Kontostand in drei Teile eingeteilt ist. Der erste Topf, das ist das, was tatsächlich dir gehört. Der zweite Topf gilt für die Einkommensteuer bzw. auch für die Gewerbesteuer. Das heißt, wie viel Geld musst du da zur Seite legen? Und der dritte Topf ist für die Umsatzsteuer. Damit diese Steuerübersicht immer so akkurat wie möglich ist, kommt Kontist mit einer ganzen Reihe von Buchhaltungsfunktionalitäten. Zum Beispiel kannst du dein Kontist Geschäftskonto mit unterschiedlichen Online-Buchhaltungsprogrammen verbinden, wie zum Beispiel LexOffice oder Fastbill. Außerdem hast du natürlich einen MT940 DATEV-Export. Das heißt, wenn du einen Steuerberater hast und ihm deine Bankkontotransaktionen zukommen lassen möchtest, ist auch das überhaupt gar kein Problem. Ein weiterer Fokus von dem Kontist Premium Geschäftskonto ist die Belegorganisation. Das mitgrößte Problem, wenn du als Selbstständiger deine Buchhaltung machen möchtest. Und deswegen kannst du im Kontist-Konto hinter jede Transaktion deine zugehörige Rechnung hinterlegen. Das kannst du machen, indem du einfach ein Foto von dem Beleg machst. Du kannst sie aber auch einfach gebündelt auf den Computer sammeln und über die Browser-Version dann einmal bei Kontist hochladen. Das Kontist-System liest dann deine Rechnungen und ordnet den jeweiligen Beleg der richtigen Transaktion zu. Für die Leute, die es ganz, ganz einfach haben möchten, gibt es auch eine Weiterleitungs-E-Mail-Adresse. Und zwar kannst du alle deine Rechnungen, sowohl deine eigenen als auch die eingehenden Rechnungen, einfach an belege@kontist.com weiterleiten und dann sortiert das Kontist-System diese Belege der richtigen Transaktionen zu. Das ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit, Überblick über seine ganzen Buchhaltungsunterlagen zu behalten. All diese Funktionen kannst du nutzen, wenn du dich fürs Kontist Premium Geschäftskonto entscheidest. Du bezahlst dafür 9 Euro im Monat. Mit Kontist Duo hast du das Beste aus beiden Welten, und zwar Banking und Buchhaltung. Dieses Paket ist besonders dann attraktiv, wenn du deine Buchhaltung selbst machen möchtest und du Kleinunternehmer bist. Du hast das vollwertige Kontist Geschäftskonto mit Bedienung über den Browser, über die Smartphone-App, mit Karte, mit allen möglichen umfangreichen Funktionen im Bereich Buchhaltung und Steuerkalkulation. Das heißt, das Kontist Geschäftskonto zeigt dir jederzeit an, wie viel Geld auf dem Konto eigentlich dir gehört. Zusätzlich zu diesem Kontist-Konto bekommst du aber auch das LexOffice Paket M. Und in diesem Paket hast du alle Möglichkeiten rund um Angebote schreiben, Rechnungen schreiben, Mahnungen schreiben, Lieferscheine und so weiter. Du kannst in LexOffice aber auch all deine Kundendaten verwalten und die Kundenhistorie. Außerdem hast du die ganze Bezahlungsfunktion. Du hast die Möglichkeit, unterschiedliche Bankkonten, also neben dem Kontist-Konto auch noch weitere Konten bei LexOffice anzulegen und beispielsweise auch eine Kasse zu führen.
Zusammengefasst kann man also sagen, dass das Contis Duo Paket das beste Angebot für alle Kleinunternehmer und nicht umsatzsteuerpflichtigen Selbstständigen ist, die ihre Buchhaltung mit LexOffice selber machen wollen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Wenn du umsatzsteuerpflichtig bist und deine Umsatzsteuervoranmeldungen auch in LexOffice machen möchtest, dann ist Contis Duo leider nicht das richtige Paket für dich, weil du dafür ein größeres LexOffice Paket brauchst. Wenn diese Beschreibung aber auf dich zutrifft, dann ist das Contis Duo Paket das beste Angebot, was du finden wirst. Denn du zahlst im ersten Jahr statt 19 Euro nur 13 Euro pro Monat. Ich hoffe, mit dieser kurzen Vorstellung der Contis Banking Pläne konnte ich dir weiterhelfen und du weißt jetzt, welcher Plan für dich der richtige ist. Wenn du dir jetzt denkst, bei Contis Banking ist nicht das Richtige für mich dabei, ich will gar kein Banking-Angebot, ich will ein Steuerberatungsangebot, dann solltest du nicht zu Contis Banking gehen, sondern zur Contis Steuerberatung. Nämlich uns. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und wir helfen dir gerne auch bei deiner laufenden Buchhaltung und bei deinen Steuererklärungen. Wie wir dir ganz konkret weiterhelfen können, erfährst du, wenn du einmal hier klickst. Du kannst uns aber auch erstmal ein bisschen näher kennenlernen, indem du unsere anderen Videos schaust, zum Beispiel das hier oder das hier.